Oh, von hinten. Also, das ist aber gar nicht nett. Den mag ich ja gar nicht. Granate! Hey, das hat Spaß gemacht. Das war vielleicht ein Kampf. Kampf oder Krampf? Ich glaube, das sollte ich nicht drauf treten. Das wäre ein bisschen tödlich. Ja? Jo, das wäre tödlich. Okay, Moment. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Was sagt denn der Weg? Der Weg sagt, ich muss dorthin. Okay, schauen wir mal, was da alles ist. Kompass zeigt mir leider keinen Schatz an in der Nähe. Beziehungsweise ich habe noch keine Schatzkarten gefunden. Okay. Wenn ich da jetzt runterhüpfe, passiert mir nichts. Nö. Okay, und wenn ich da jetzt gerade weitergehe, ist eigentlich auch nichts, ne? Weil da kann ich ja nicht. Hallo? Unsichtbare Mauer. Okay, nein, da kann ich nicht weiter. Gut, das heißt, es gibt eh nur einen Weg. Hallo? Folge mir bitte. Und zwar hier weiter. Jo, wohin? Dahin. Na, dann schauen wir mich mal da um. Das war da jetzt unsichtbar. Keine Ahnung. Hui. Aufgepasst. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte schauen, was da passiert. Achso, war hier richtig. Oder wie? Oder was? Oder wann? Anscheinend, ja, war hier richtig. Okay. Brrr, diese Ruskisch. Das habe ich aber gar nicht gern hier. Ich sehe da nichts. Oh, warte mal, was liegt denn da? 120, 120? Nein, nehmen wir das lieber. Ach, Granata. Interessiert mich dort nicht. Deine Granata. Da ist einer. Okay. So, bring ich die um? Ja. Ich glaube, da will einer von hinten kommen, ha? Hehe. Warte mal, schau, das kann ich auch. Uiuiuiui. Oh, 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 jetzt hat's düsters. Jetzt hat's düsters. Oh. Jetzt hat's ganz düsters. Komm, geh weg. Sehr schön. Ja, das spreng ich lieber weg. Ich könnte sie nicht aufhalten. Hui, hui, hui.
Tja. Ja. Versteckst dich. Ah, flüchtest vor der Granate direkt in meine Arme. Hoho. Bist du wer? Es sind zu viele. Aber geh, es sind nicht so viele. Schau, zack, 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 bam. Einer ist tot. Da oben. Da oben ist keiner mehr. Okay, das haben wir schon aufgeräumt hier. Warte, das schieße ich lieber weg, bevor das Fass mir um die Ohren fliegt. Da schieße ich sie so als halber eine Granate rein. So. Was denn, wo bist denn du? Ah, da. Ach Gottchen, Zuckerpizzi. Okay, da komme ich nirgendwo hin, das heißt, ich muss eh in die Richtung hier. Die Richtung hat schon gepasst. Okay, da ist eh nichts mehr. Ah, da versteckt sich auch nichts mehr. Nö. So, lebst du jetzt noch oder nicht? Wow, da ist ja noch einer. Bande. Huiuiui, das ist unfair. Nicht beim Nachladen. Okay. So leicht geben die nicht auf. Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Ein Tor mit einer simplen Klinke. Ist das wirklich zu viel verlangt? Eine Stunde, ohne dass du rumjammerst. Ist das zu viel verlangt? Okay. Was müssen wir dann machen? Okay, warte mal kurz. Lass uns mal unser Notizbuch anschauen. Die Statue sieht so aus, als wäre sie bewegt worden. Hallo? Gibt's dazu was in den Notizen? Keine Ahnung, ich schau mal kurz. Okay, da geht nix. Notizen. Schauen wir mal, was sind da für Symbole? Da muss der Elefant rein. Schaut mir jetzt eher nicht so nach Elefant aus. Ne, okay, passt. Dann muss ich da quasi drehen. Sieht so aus, als wäre sie bewegt worden. Gibt's dazu was in den Notizen? Was kommt daher? Ich glaube, das hier, ne? Oder? Warte mal, Notizen. Ne, das nächste Bild. Das hier. Und hier kommt dann der Elefant. Das hier. Jawohl. Wunderprächtig. An, ohne abzustürzen. Das muss dieser Sturm sein. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Krata! So, du bist tot. Ist der auch tot? Nein. Noch immer nicht tot.
Jetzt dort. Ich glaube, das waren drei perfekte Headshots. Wenn ich das mal so sagen darf. Warte, da lebt noch einer. Aua. Hey, das hat Spaß gemacht. Tjo. Was man halt so unter Spaß versteht, ne? Okay, da komme ich nicht hin. Unsichtbare Mauer anscheinend wieder mal. Naja, gut. Kann man darauf? Nö, okay. Nee. Okay. Oh, da bist du ja. Alle Zuckerkokoschi. Wo kommt man denn da hin? Mal gucken. Nirgendwo. Okay. Da ist alles eingestürzt. Hier ist auch alles eingestürzt. Jupp. Was soll ich tauschen? Oh, ne, halte ich mir die lieber. Okay, das heißt, ich muss hier weiter. Oder wir müssen hier weiter. Ah, ja. Was ist denn da los? Huh. Komm, schnell. Ist das Schiff da? Jawohl, ich glaube schon. Inhalt wird gespeichert. Das ist gut. Was ist das? Okay, was ist das hier? Ach, das war jetzt easy. Notizbuch, was haben wir denn da Schönes? Watermain, das ist unglaublich. Eine spanische Galeon vom Martin de Ursa. Wo kommt sie her? Tja. Eine gute, berechtigte Frage. Wunderschön. Spanisch. Frühes 17. Jahrhundert. Klassische Form. Das alles erkennst du anhand eines vergammelten alten Wracks? Ich bin Archäologin, weißt du noch? Stimmt. Du schaltest inzwischen so oft bewaffnete Schläger aus, da habe ich diese Bücherwurmsache ganz vergessen. Um ehrlich zu sein, geht es mir nach all dem hier ähnlich. Was haben wir denn hier? 1626. Im Namen des einen Gottes der Dreifaltigkeit sind wir, die Untertanen Philipps des Vierten, seiner Majestät von Spanien gekommen, um die Reichtümer dieses Landes zu beanstanden. Wir haben eine Mission errichtet und unser Anführer, Sebastian de Alvarez, ist auf der Suche nach Gold und Schätzen tief ins Land vorgedrungen. Bisher haben wir nichts als den Tod gefunden. Es geht um einen Kerl namens Alvarez. Ein spanischer Konquistador, der auch Zorn Gottes genannt wurde. Ein äußerst brutaler Mann, der sogar andere Konquistadoren bekämpft und ermordet hat. Netter Typ. Zu dumm, dass wir ihn nicht mehr treffen können. Schau dir 1626. Das mal an. Och, nicht schon wieder. Im Namen des einen Gottes der Dreifaltigkeit sind wir, die Untertanen Philipps des Vierten, seiner Majestät von Spanien gekommen, um die Reichtümer dieses Landes zu beanstanden. Wir haben eine Mission errichtet und unser Anführer, Sebastian de Alvarez, ist auf der Suche nach Gold und Schätzen tief ins Land vorgedrungen. Bisher haben wir nichts als den Tod gefunden. Es geht um einen Kerl namens Alvarez. Ein spanischer Konquistador, der auch Zorn Gottes genannt wurde. Ein äußerst brutaler Mann, der sogar andere Konquistadoren bekämpft und ermordet hat. Netter Typ. Zu dumm, dass wir ihn nicht mehr treffen können.